AOF X-Leader, wenn du ein eigenes Königreich noch erstellen willst, wenn das, wenn die Mission schon ausgelaufen ist, dann musst du leider den Development-Mod installieren, also dass du auf die Dev-Konsole kommst und dann musst du mit Slash, ich glaube, Join Kingdom musst du da eingeben und du gönnst dann dein eigenes Königreich, ohne dass du die Quest benutzen musst. Aber eine andere Möglichkeit gibt es zurzeit nicht im Spiel. Da musst du leider wirklich einen Dev-Befehl einsetzen. Ach, die haben das Icon hier verändert. Jetzt sieht das aus wie eine zerbrochene Mauer und nicht mehr mit diesem X durchgestrichen. Aber am besten googelst du das noch ganz kurz. Weil ich weiß nicht, ob Join Kingdom jetzt der richtige Befehl war dann für die Dev-Konsole. Böck. Everybody, listen to me. Also der Mitte Uk mit 5 Uk 0. Ich tut mir leid, ich kann dein Lied nicht lesen. Campaign.create_player_kingdom. Also deshalb würde ich dir sagen, google es einfach und schau mal. Oh mein Gott, wo ist meine Mami? Ha! Weißt du, was mir schon auffällt? Die in der zweiten Reihe, also sobald die zwei Reihen weiter weg sind, machen die nicht mehr das, was sie vorher gemacht haben. Die drücken nicht mehr rein. So massiv. Sondern die warten jetzt ab. Damit werden die eine CPU-Last rausgenommen haben. Sonst war es ja immer so ein Gehampe, dass alle versucht haben, von allen Richtungen irgendwie nach vorne zu drücken, ganz massiv. Jetzt hast du aber so das Gefühl, dass so, wenn die merken, dass sie nicht weiterkommen, die erstmal einfach stehen bleiben und warten. Okay, hier oben sieht es wieder schlimmer aus. Das war mein erster Bogenschuss. Mein erster Bogenschuss seit dem Patch. Deshalb habe ich da XP-Punkte nachbekommen. Obwohl ich da gerne echt mal sehen würde, wie das berechnet wird bei denen. Mein Fehler. Thank you.
Aber Performance ist gerade eigentlich... Ah, man müsste mal wieder eine Schlacht machen, wo man kein Loch reinbaue. Also ich habe es ja bis jetzt immer gemacht, dass ich die Mauer auf jeden Fall zerstöre, weil dadurch die Performance immer besser war. Weil die KI nicht so viel machen muss. Die muss ja nur durchs Loch laufen und dann ist gut. Sonst nehmen sie Leitern oder das Belagerungsgerät und sowas. Und da habe ich das Gefühl, das kostet einfach richtig Performance. Wenn die ganzen Wegberechnungen machen müssen. Wenn da nur ein Loch ist, scheint das immer besser zu sein für die CPU. Ich habe das Gefühl, sobald alle auf den Zinnen kämpfen, geht's los mit Ruckeln. Die Produktion von Settlement werden reduziert, aber dafür kriegt man mehr Loyalität pro Tag. Was? Die haben eine Stadt eingenommen. Hier links, Quajats. Weil wir gegen Rot und gegen Türkisblau jetzt kämpfen. Haben die 15.000, die Penner schon, ey. Muss die Armee aber mal auflösen, weil ich muss jetzt hier mit jemand reden. Damit wir Frieden machen können. Oh. Sprech mich jetzt alle an. Nein, das ist dieser Bug, dass die immer wieder mit einem quatschen. Egal, wo man hinklickt. Er mag mich einfach sehr.
Na, ich glaube, wenn ich muss das den Autosave nehmen. Nee, ich bin ja nicht mehr im Krieg mit dem. Ja, Empire is destroyed, ich weiß. Aber es ist wirklich, also das ist der einzige wirkliche, ne, also der einzige Bug, der wirklich mir massiv aufgefallen ist. Dass du nicht mehr aus diesem Dialogfenster rauskommst. Mit allem anderen kannst du ja noch ganz gut leben. Verdammt! Ist doch egal, wir nehmen die einfach. Am besten kommt jetzt der Bug, dass du hier die Relation für 8 Millionen Menschen plötzlich anpasst. Hatten wir ja auch schon. So. Wir haben jetzt Frieden. Und red mit mir nicht, danke. Ja, das habe ich schon mal ausgewählt. Na, was mit den Kompagnons? Also diesen Perk, den ich ausgewählt habe, der scheint nicht zu funktionieren. Oder den scheint es noch nicht, also der scheint noch nicht aktiv zu sein. Tja, wie viele Kinder hast du? 13. Ich müsste wirklich nachgucken und nachzählen. Ich brauche hier einen Gegner. Ich muss Frieden machen. Baylor. Da fehlt mir leider das Skill für.
da frage ich mich, warum die Krieg mir erklärt haben. Ganz wenig muss ich einzahlen dafür, dass Frieden ist. Ich muss erst Rot vernichten, sonst bin ich nicht stark genug für Hellblau. Und dann ist das ultimative Endbattle. Ich glaube, ach, jetzt zeigen die auch an. Moment. Das ist der Preis, ne? Jetzt zeigen die guten oder schlechten Preis an, oder was? Mit den Farben als Indikator. Zum Beispiel für 26 verkaufen, sehr lukrativ. Datteln für 83 soll anscheinend schlecht sein. Nicht alle Kinder sind von mir, wer zählt denn so einen Müll? Schau, Major. Natürlich sind alle Kinder von mir gezeugt worden, auch in Gefangenschaft. Die Frau wird einfach schwanger, nur durch meine Gedankenkraft. Ich glaube, ich habe noch eine Stadt verloren. Balgard. Ja. Wie lange hatte ich mit dem Krieg? Ohne Scheiß, die haben so eine Menge eingenommen. Und meine Frau hat Skillpunkte bekommen. Warum auch immer. Oder markiert der orange Punkt doch Level ab? Dass der noch was offen hat zum Vergeben. Ich dachte, der Punkt ist für Rumrennen zusammen. Aber anscheinend hat das was mit dem Aufleveln zu tun, doch. Und ja, ich habe gesehen, dass meine Frau plötzlich ganz viele Skillpunkte bekommen hat für Quartiermeister. Stuart. Der zeigt an, dass du noch was zu vergeben hast an der Stelle. Ja, alles klar.
Guck, wie günstig die Armbrust ist. Es ist ja auch nur eine. Ich hab doch schon mit dir gesprochen. Ja, und da habe ich auch die beiden Sachen verloren. Warum haben die 8 erfolgreiche Belagerungen gehabt? Kümmern sich meine Vasallen alle nicht gut um ihre Ländereien? Scheint so, ne? Wie viel Land mir gehört. Ich habe gerade einiges an Land verloren, ist mir aufgefallen. Ich habe zwar unten einiges erobert, aber oben war es halt trotzdem für den Arsch. So, noch ein paar Grapes. Ein paar Oliven. Butter haben wir auch nix. Und Käse. Moral auf 100. Ich muss gar keine unterschiedlichen Essensarten mehr holen. Bin schon perfekt. Nein, ich kann das jetzt im Moment nicht zurückholen. Ich muss erst Rot besiegen. Und wenn Rot durch ist, dann Türkis. Andersrum haut das nicht hin. Und du, komm mal her. Jetzt halt endlich an! Das hier ist noch der größte Kack. Warum habe ich Krieg mit denen, ey? Die haben nicht mal Ländereien noch. Das muss ich selbst machen. Oder kann ich simulieren und es werden nicht so viele verletzt? Oh, es ist so complicated. Okay, es werden wirklich gar nicht mehr so viele verletzt. 15 Stück bei 51 Looter.
Soll ja auch sein, dass bessere Rüstungen jetzt definitiv mehr aushalten, beziehungsweise die Truppen ein bisschen widerstandsfähiger machen als vorher. Nein, zurück. Nein, ich habe okay gedrückt. Ach, komm schon, ey. Aua. Ob ich mit Einnahmen irgendwann alles crashen kann? Die anderen werden schon doch kommen. Tausende Armee läuft da gerade rum. Sie interessiert sich aber nicht für mich. Das Volk liebt sie, Sire. Der Feind ignoriert sie, Sire. Sire, eine Nachricht vor der Ratte. Vielleicht kommen sie ja noch zurück. Ah, sie überlegen es sich gerade. Hast du irgendwas zu sagen? Deine Loyalität ist an den Falschen verschwendet. Ja, ein gewaltiges Heer der Schlange nähert sich. Das Schwein wünscht sie zu sprechen, Sire. Ja, sehr schön. Nehmen wir euch erstmal einen weg. Und dann kommst du direkt in meine Armee rein, bitte. Juhu, ein weiteres Kind.
Geil. Was fällt euch auf? Ich kann meine Zelte drehen. Und ich komme nicht mehr aus der Belagerung raus. Weil er denkt, ich bin eine Einheit, die sich bewegen kann. Tja, und jetzt bin ich ein einzelnes Zelt, was sich dreht. Es war doch ein Fehler, die Beta-Branch zu installieren. Man merkt zwar, ein paar Sachen sind wirklich besser, aber... Hallo? Ich rede mit einem, während ich in der Belagerung bin und kann mich danach nicht mehr bewegen. Oh mein Gott. Der Autosave ist da, wo ich... hier schon rumstehe. Ich glaube, der Fehler ist wirklich, dass du den einen überredet hast jetzt. Und dadurch geht der vom Menü her falsch zurück. Und deshalb bist du dann einfach, ja... so ein doofes Zelt. Will ich speichern und neu lade? Erkennt er das dann? Dass ich in der Belagerung drin hänge und nicht irgendwie gerade ein laufendes Zelt bin. Vor allem, weil ich einfach festsetze. Es wäre ja lustig, wenn ich das Zelt jetzt über die Karte laufen könnte. Nee, das hat es wirklich mal ganz kaputt gemacht. Tja, da müssen wir leider 20 Minuten zurück. Oh nein! Wisst ihr, was 20 Minuten zurück war? Warum dieses Savegame existiert, weil ich da die ganze Zeit von diesem Typen angequatscht wurde. Und da wollte ich das damit reparieren. Und das macht das Ganze noch schlimmer, was bedeutet, dass das letzte funktionierende Savegame schon eine Stunde her ist. Und das bedeutet, dass ich glaube ich Feierabend mache. Also ist jetzt nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Muss halt in der Beta-Branch einfach häufiger speichern. Am besten immer. Ich glaube, es war genau der Moment, wo ich die Beta-Branch drauf gemacht habe, wo ich dieses Savegame erstellt hatte. Ja, muss ich mal gucken.